So, herzlich willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Beim letzten Mal haben wir mit Naruto und Bi uns gegen Nagato und Itachi gestellt, haben diese Kämpfe natürlich auch wieder mal gewonnen und haben dann das Aufeinandertreffen alter Kages gegen Raikage, nicht gegen Raikage, gegen Tsuchikage und Kazekage Gaara dann auffinden können. Und wir sind natürlich dann direkt hier mit Onoki. Und würde sagen, wir beginnen einfach mal gegen frühere Kages. Gegen den zweiten Tsuchikage erstmal. Oha. Irgendwie sind die ja recht ähnlich. Beide fliegen und schweben und machen Steinklötze. Und Steine! Aua, aua! Aua, sag mal. Der ist ganz schön nervig, der Tsuchikage. Also der zweite, nicht ich. Obwohl, ich bin vielleicht für ihn auch etwas nervig. Aua. Egal, jetzt verkloppen wir ihn mit dem alten Sack und den großen Brocken. Oh, komm her, du. Rampf. Mächtig Stein machen. Dass der alte Sack immer so abgeht mit den ganzen Steinklöppern da, ey. Er ist mittlerweile im Bereich von ultimativen Jutsus. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Und Roms, das hat getroffen. Und jetzt Jinton. Keine Ahnung, wie es im Japanischen heißt, aber auf jeden Fall kommt danach noch ein guter Wall of Text. Aber wir haben den Kampf gewonnen. Das ist erstmal das, was wichtig ist. Und oh, gleich im Anschluss sogar mit Gaara gleich ran, okay. Gegen seinen Vater. Ja, wir müssen gegen Gaaras Vater kämpfen. Dessen Haare nicht mehr so schön rot sind wie unsere. Irgendwie stehen die ziemlich ähnlich. Und die kämpfen auch ziemlich ähnlich. Nur dass er halt Mr. Goldstaub ist. Saumäßig Bums gemacht und Schaden und all sowas. Oder vielleicht ist der vierte Kazekage einfach nur schlecht. Eins von beiden. Bums. Ah. Und noch ein Speer. Toll, beide haben nicht funktioniert. Lass mich in Ruhe. Ich bin in Ruhe, Chakralan. Und. Ach mein Gott, dann. Fäuste zerschmettert ihn. Und nach hinten hüpfen und den Sandtsunami. Der nichts gebracht hat. Aber er kann nicht mehr blocken. Also noch einen Sandtsunami. Haha. Tomo-sama.
Tja, da kann er halt nichts gegen sagen. Ich würde sagen, Gara hat die Prüfung überstanden. Nicht überstanden, bestanden. Was laber ich hier wieder für einen Quark? Da wollte uns der zweite Tsuchikage vor etwas warnen. お前は価値のない人間ではない。それがこの戦いでよく分かった。お前の背には何千何万の信じる心が見える。よくやったガーラ。今のお前は価値のない忍びではない。お前は立派な風影だ。父様、俺などとっくに超えていた。お前ならば砂隠れを任せられる。佐藤、頼んだぞガーラ。封印完了しました。 Für die Leute, die nicht wissen, was diese Sandskulptur darstellen soll, das ist Garas Mutter. Das wurde im Anime ganz gut erklärt eigentlich. Und ansonsten halt kann ich halt nicht weiter viel dazu sagen. Wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie es zu 100% aussieht oder wie die Story da wirklich war, kann ich immer wieder nur sagen, guckt den Anime oder liest den Manga. Und wir dürfen wieder mit Naruto rumlaufen. Yeah! Und wir haben gleich wieder eine Möglichkeit, einen Umweg zu laufen. Mal gucken, was wir da für Items abstauben können. Okay, wenn es da jetzt einen Umweg gab, dann habe ich ihn nicht gesehen. Ja, hier ist ein Umweg. Haha! Und hüpf! Oh, hier ist ein großer Fleck voll Fleck. Ein großer Fleck voll Fleck, ja. Ne, ein großes Stück Gebiet, wo man kämpfen kann. さすがに元五かけじゃぜ。こうも被害が大きくなるとはな。いや、勝つ気は全くねえんだけどよ。俺やっぱ強すぎちゃうのかな。水影の強さも想像以上だが、あの雷影の打たれ強さは何だ。このわしに中途半端な術は効かん。破壊力のある風遁系で攻め立てろ。そうは言ってもじゃぜ、あの体にダメージを与えられるほどの風遁使い、この連合の中にはいる。ははおど俺だ。ナルト、キュービの陣中力か。なぜお前がここに。説明は後だ。今はあいつらを抑えねえと。ああ、なんだあの頭の悪そうなやつは。誰でもいい、わしらを止められるものなら歓迎だ。待ってろ、すぐに止めてやっからな。ええ、行くぞ。Das sind ganz schön harte Worte, Naruto, wenn du meinst, du kannst einfach mal kurz so einen Kage kaputt kloppen. Na, mich soll's nicht stören, wir werden's vielleicht einfach tun. Aber vorher erstmal wieder neue Heilungs-Items einstellen. Und ja, passt.
Kampf beginnen. Und gegen wen müssen wir jetzt als erstes? Wahrscheinlich gegen den Mizukage. Ja, gegen den Mizukage. Mal sehen, was der so für tolle Sachen macht. Ihn mit dem Ninjutsu ausschalten. Okay. Oh Gott. Spielt er hier jetzt Desperado oder was? Boah, das ist ja nervig. Bam! Wenn du spammst, dann kann ich das auch. Bam! Hat damit kein Problem, auf Fernkampf zu gehen. Ja. Ich kann das gleiche wie du. Der geht echt nur auf Fernkampf und haut wieder ab. Oh, so viel zu dem Thema. Und dann Tsunami. Das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn der auf Abstand geht. Einfach das dann Tsunami machen und dann. Wow. Beziehungsweise es würde besser funktionieren, wenn ich auch das dann Tsunami mache. Wow. Au. Aua, aua, aua. Hey, hier zu Chicago. Und. Oh, direkt darunter. Nein. Oh. Jetzt sei mal nicht so eklig. Alter, das ist ja voll der doofe Kampf, Mann. Die ganze Zeit weghüpfen. Wenn er rankommt, hüpft er wieder weg. Und dann macht er wieder seine ganze Desperado-Kacke. Pa, 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 mit dem Wasser. Das hat mich voll angekotzt, ey. Dadurch haben wir ihn jetzt nicht mit dem Ninjutsu ausgeschaltet, sondern nur ganz normal. Naja. Gott, der war richtig eklig. Da kämpfe ich ja lieber gegen Deidara. Oh, und gleich sofort den Kampf mit Naruto. Ja, aber das sollte kein Problem sein. Dann machen wir den Raikage mal kaputt. Ich finde es eigentlich schade, dass man die Charaktere im Spiel nicht spielen kann. Immerhin müssen sie ein Moveset haben. Das ist ja geil, dass meine Feinde da durchkommen. Oh, und wir haben das Neue jetzt. Haha, würde ich am liebsten auch mal zeigen wollen. Und Roms, das planetarische Rasengan. Und tudum, tudum, wow, das war bestimmt knapp mit dem Block durchbrechen. Wow. Das neue Moveset gefällt mir sehr, muss ich sagen. Boah. Wir sind so schnell, dass wir den Raikage ja förmlich pulverisieren. Wow, haha. Wir sind zwar jetzt. Achtung, das war gefährlich. Und das ist gefährlich für dich! Ich würde sagen, in die Raikage kommen wir ganz gut klar. Mit dem neuen Naruto. Und ich will jetzt beenden mit dem Kick in den Boden. Ich habe jetzt leider nicht darauf geachtet, wie wir. Okay, mit Ninjas hätten wir ihn ausschalten müssen. Habe ich jetzt leider nicht drauf geachtet, aber wir haben trotzdem den S-Rang. Das sollte auch reichen eigentlich. So, damit hätten wir den Kampf gegen die früheren Kages gewonnen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, haben wir.
にチャクラが切れちまったか。これで全ての影を封じることができたな。この戦場、忍び連合軍の勝利じゃぜ。Ja, bist du dir da sicher? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Amaina Aonoki, ore no deshitaru mono ga ore no bunretsu o misugosu to wa. Bunshin to wa chigai, onore no karada o hanbun ni wake saseru bunretsu. Ano sentou no saichuu ni yoku dekimashita ne. Sasuga desu.ですがあなたの役目はこれで終わり。あとは僕がやります。あなたの体は借りますけど。さあ、ここから巻き返しましょうか。口寄せの術。Und jetzt kommt das Edo-Tensei nochmal. Wer wird denn jetzt heraufbeschworen?Und のガキをうまく成長させたようだ。はじめましてですか、あなたとは。お前は。僕は薬師カブト。彼の協力者、つまりあなたの味方です。今はこの二代目土影の体を借りてあなたと会話しています。どういうことだ。何が起こっている。今は戦争になっていました。そこであなたの力を借りたく、江戸天聖でこの世に戻ってきてもらいました。なぜ S です。天聖だ。輪廻天聖の術ではないのか。なるほど。それがお前がここにいる理由か。おい、ちゃんと雷影のおっさんにも認めてもらったんだぜ。じゃあ、wer das wohl ist? Mal sehen, wann ihr das erfahren werdet. で。今のお前は分身だな。本物はどうした？本物はこの先の。なんだあいつは。二代目土影。やつは土影が倒したはずだ。まさか、あの戦いで分裂をすでに。なんだ。もう一人いるってばよ。ん？こいつは。誰だ？Ja, und da ist Madara. どういうことだ？何がだ？よく見ろ、やつの目。あれは江戸天聖だ。死んだ者をこの世に転生するのが江戸天聖の術なら、やつは死んでたってことになる。だが本部からの連絡でマダラは別に行動しているという情報。じゃあ、wer ist dann wirklich hinter der Maske? 目の前のあいつが本物のマダラで、今までマダラだと思ってたのは別のやつだったってことになるな。額当ては忍びか。忍び装束は五大国それぞれだが、連合の新しい軍隊か。さっきも言いましたが、今は戦争中です。彼の企みを止めようと各里が手を組んでいるんですよ。あいつのすることだ。何か考えがあってのことなんだろうが、あまり計画通りにことが運んでないようだな。Und warum sich Madara gewundert hat, wie wiederbelebt wurde, das könnt ihr alles im Manga und im Anime erfahren. So, kann ich immer wieder ans Herz legen. Guckt ihn ruhig.Beziehungsweise liest ihn ruhig. Weil der Anime an sich ja mit viel Fillern besetzt ist. Und hier Auftritt von Madara. Ja, so war ich nicht.これは忍びの世をかけた戦いだ。俺もやる。もちろん俺もだ。は、本来ならお前らのおせっかいは断るところだが、今回は相手が相手、特別に認めてやる。風影、ナルト、
わしらで奴を止めるぞ。ああ、der große Zaunhocker. Oha, noch ein Kampf gegen Madara jetzt? Mit Onoki, okay. Kampf beginnen, ne? Yo,